So, die Rollenlage A und B sind reibungsfrei. C ist ein kleiner Ring oder ein Knoten. Und das System ist im Gleichgewicht, gegeben sind die Winkel Alpha und Beta. Die Gewichtskräfte G1 und G3 sind unbekannt. G2, die Gewichtskraft zeigt in Richtung des Erdbeschleunigungsvektors. Die können wir direkt einzeichnen. Das wäre dann G2. Und wir sollen die Gewichte G3 und Gewichtskräfte G3 und G1 ermitteln. Dafür schneiden wir das System frei. Wir ermitteln die Seilkräfte. So, das mache ich hier mal nach rechts an dieser Stelle. Ich kennzeichne den Schnitt noch. So, nenne den 1, hier auch 1. Und trage hier die Seilkräfte S1 und S2, nenne ich die. Ich nenne die vielleicht, ja, vielleicht S2. Und kann direkt hinschreiben, weil die Rolle lenkt nur die Gewichtskraft G3 um. Ich habe in diesem Seil die Gewichtskraft G3 und diese Seilkraft beträgt auch G1. Das kann ich hier direkt hinschreiben. Das mache ich auch. Dann steht hier G1 und hier steht G3. Kann ich direkt nach G1 und G3 dann auflösen. Was ich noch brauche, ist ein Koordinatensystem. Ich soll das rechnerisch machen. X, Y, positiver Drehsinn und stellen dann ganz einfach die Gleichgewichtsbedingungen auf. Das mache ich dann hier. Also die Summe der Kräfte in X-Richtung ist gleich 0, ist dann minus Cosinus Alpha mal S1 plus Cosinus Beta mal S2. Wir wissen, S1 ist natürlich G1 und S2 ist natürlich G3. Das kann ich dann nach zum Beispiel G1 dann auflösen an dieser Stelle. Also ist G1 gleich den Term auf die andere Seite gebracht. Cosinus Beta dividiert durch Cosinus Alpha mal G3. Da kann ich natürlich noch nichts auflösen. Ich habe aber noch die Gleichgewichtsbedingung in Y-Richtung, die natürlich gleich 0 ist. Und das ist dann minus G2 und natürlich dann plus der Sinus Alpha mal G1, dieser Anteil hier von G1 und natürlich hier der vertikale Anteil von G3, also plus Sinus Beta mal G3. Dann habe ich hier eine Gleichung, meine zweite Gleichung. Ich habe zwei Unbekannte, also G1 und G3. Ich habe zwei Gleichungen und kann das System dann lösen. Was machen wir noch? Also habe ich hier, setze ich Gleichung 1 in Gleichung 2 ein. Das mache ich hier unten. Und bekomme dann, ich bringe das G2 schon auf die andere Seite. Vielleicht können wir das direkt schon auflösen. Das setze ich hier ein. Dann sehe ich hier Sinus Alpha durch Cosinus Alpha liefert mir Tangens Alpha mal Cosinus Beta. Also kann ich direkt schon hinschreiben G3, wenn ich das ausklammer. Da G2, hier vorne, Entschuldigung, ich setze das hier ein und löse das nach G3 dann auf. Dann bringe ich den Term auf die andere Seite. Das wäre G2 dividiert durch Tangens Alpha, also Sinus Alpha durch Cosinus Alpha mal Cosinus Beta und dann hier hinten natürlich noch plus Sinus Beta für Winkel Alpha und Beta zwischen 0 und 90 Grad ist das natürlich größer gleich 0. Also wirkt logischerweise in den Seilen dann Zugkräfte. Und ich kann G3 natürlich dann hier oben einsetzen. Und das ist dann nur abschreiben. Das ist dann ganz einfach Cosinus Beta dividiert durch Cosinus Alpha mal G2 hier unten. Und dann ganz einfach
den Nenner abschreiben. Das ist Tangens Alpha mal Cosinus Beta plus Sinus Beta. Und das kann ich dann entsprechend auch größer 0 setzen. Und auch hier habe ich entsprechend eine Zugkraft, die in diesem Seil dann übertragen wird.